Die neue A-Klasse. Der Pulsschlag einer neuen Generation. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Hallo und herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Montag. Wir starten mit diesen Themen in eine neue Woche. Ein Ja für Hörbrands Raststation an der österreichischen Grenze erhält Mehrheit in Volksbefragung. FC Memmingen Sporttreff, Kickers Würzburg zu Gast im Bodenseestadion und schwere Aufgabe im Pokal, Eishockey-Oberligist Füssen gegen den Favoriten Riesersee aus der zweiten Liga. MN Gerüstbau. Schnell, zuverlässig, leistungsstark. Ihr Gerüstbaupartner aus dem Allgäu. Wir stellen alles auf. Das sind die Jungs für Ihr Gerüst. Ja, wenn Sie bei Lindau über die Grenze nach Österreich fahren, passieren Sie die alte Zollstation Hörbrands. Seit Jahren liegt das Gelände dort brach. Ihr einziger Zweck ist momentan der Vignettenverkauf. Das soll sich aber ändern, so zumindest will es die ASFINAG, die österreichische Autobahnbetreibergesellschaft. Geplant ist eine Raststation mit zusätzlichen Lkw-Parkplätzen. Doch sowohl auf österreichischer als auch auf deutscher Seite hat sich unter den betroffenen Anwohnern Widerstand gegen das Projekt formiert. Der Unmut gipfelte gestern im österreichischen Hörbrands in einer Volksbefragung mit überraschendem Ergebnis. Das ehemalige Zollamt am Grenzübergang Hörbrands. In knapp 2 Jahren könnte es hier so aussehen, denn bei der gestrigen Volksbefragung stimmten 74% der österreichischen Anwohner für die Rastanlage. Zwar ist die Befragung rechtlich nicht bindend, die Verantwortlichen des Projekts sind dennoch erleichtert über das Ergebnis. Es war jetzt ganz klar die Frage in der Volksbefragung, soll dieses Projekt realisiert werden, ja oder nein. Insofern haben wir jetzt das deutliche Votum, es soll realisiert werden. Es bleibt auch dabei, wie es vor der Volksbefragung war, wir können gar kein anderes Projekt umsetzen. Wurde so von der Gemeinde Hörbrands schon 2009 gewünscht, ist jetzt bestätigt mit der Volksbefragung und wird so umgesetzt werden. Eine klare Ansage, die sich wohl besonders an die Anwohner des Lindauer Stadtteils Zech richtet. Bei der Initiative Bürgerforum Zech ist man nicht gerade glücklich über das Ergebnis. Anders erwartet hat man es aber nicht. Es ist nicht verwunderlich, dass das jetzt so rausgekommen ist, nachdem der große Teil der Hörbranzer eben nicht direkt an der Autobahn wohnt, sondern dass wenige Leute sind, die das betrifft. Und deswegen ist wahrscheinlich das Interesse der Bevölkerung nicht so groß. Von ihren Forderungen werden die deutschen Anrainer trotz allem nicht abweichen. Ein Dorn im Auge ist ihnen vor allem die geplante Auf- und Abfahrt zur Rastanlage. Sie soll länger werden als bisher. In Richtung des Pfändertunnels käme eine Steigung dazu. Die Lkw müssten mehr Gas geben, also mehr Lärm. Überhaupt der Lärm. Die Anwohner wollen eine durchgehend 4 Meter hohe Lärmschutzmauer. Laut aktuellem Plan soll sie zur deutschen Seite hin aber abgeflacht werden, was auch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen wäre. Ich habe immer gesagt von Anfang an, schauen wir auf die Auswirkungen des Ganzen. Hier ist amtlich bestätigt, dass keine negativen Auswirkungen vorliegen. Darum weiß ich auch nicht, warum grundsätzliche Änderungen beim Projekt erfolgen sollen. Bei diesem Millionenprojekt dürfte der Lärmschutz, die Kosten dafür, keine große Rolle mehr spielen. Auch wenn es Gesetze gibt, die sagen, diese Höhe reicht. Man kann doch den Menschen auch einmal entgegenkommen. Den Menschen entgegenkommen will auch der Landrat des Landkreises Lindau. Elmar Stegmann sieht die Lösung im Tempolimit der Autobahn. Es ist zu befürchten und anzunehmen, dass, wenn die Rastanlage gebaut werden sollte, das bisherige Tempolimit von 60 Stundenkilometern entfallen wird. Das hängt einfach damit zusammen, dass dann die Auf- und Abfahrtssituation verändert wird und damit die Rechtfertigung für die 60 entfallen werden. Und wir erwarten sowohl von den österreichischen als auch von den deutschen Behörden, dass man sich dann aus Lärmschutzgründen für ein Tempolimit auf der Autobahn einsetzt. Bleibt das Tempolimit bei 60, hält sich auch der Lärm in Grenzen. Momentan ist der Baubeginn der Raststätte für 2013 geplant. Vorausgesetzt, die Kluft zwischen Betreibern und Anwohnern wird nicht noch größer. Ja, seinen Anstand hat ein 51-Jähriger wohl zu Hause gelassen, als er gestern im Zug von München nach Lindau unterwegs war. Der Kempner war betrunken und hatte auf den Zugsitz uriniert. Eine Fahrkarte hatte der Mann auch nicht und so rief die Zugbegleiterin in Lindau die Bundespolizei.
Die Kontrolle war der 51-Jährige aber gar nicht gut zu sprechen und fügte einem Beamten sogar eine Kratzwunde zu. Deshalb muss er jetzt nicht nur für die Reinigung des Sitzes aufkommen, sondern sich auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. So, und wir machen eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder in Kompakt. Aufkleben, einschalten und täglich 500 Euro gewinnen. Das große Allgäuer Büblebier-Gewinnspiel mit dem Allgäuer Brauhaus und dem neuen RSA Radio. So einfach geht's. Bübler-Aufkleber aufs Auto und Radio einschalten. Jetzt ist der Bübler-Oldtimer wochentags von 15 bis 17 Uhr unterwegs. Kein Kennzeichen entgeht dem Büble-Team. Und um 17 Uhr wird der 500-Euro-Tagesgewinner live im Radio gezogen. Wo der Büble-Laster unterwegs ist, erfahren Sie auf der Homepage des Allgäuer Brauhauses und beim neuen RSA Radio. Unser Bier. Allgäuer Büble-Bier aus dem Allgäuer Brauhaus. Avia Pellets, die Flüsterpellets, bestehen zu 100% aus heimischem Holz. Leise und sauber liefern wir Wärme für Ihr Zuhause, dort, wo Sie uns brauchen. Unser produktschonendes System sorgt dafür, dass der Staubanteil Ihres Brennstoffes nicht erhöht wird. Gut für Sie, gut für die Umwelt. Avia Pellets, die Flüsterpellets, geliefert von einem Partner aus Ihrer Region. Aufkleben, einschalten und täglich 500 Euro gewinnen. Das große Allgäuer Büblebier-Gewinnspiel mit dem Allgäuer Brauhaus und dem neuen RSA Radio. Achten Sie auf den Büblelaster oder laden Sie ein Foto hoch von Ihrem Auto mit dem Bübleaufkleber auf www.rsa-radio.de. Weg. Weiter. Ich spiel. Und du? Hast du ein Blatt? Immer ein gutes Blatt. Die Allgäuer Zeitung. Und hier lest Zitte. Wonnemar. Ein Tag wie Urlaub. Tauchen Sie ein ins Vergnügen und gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag. Einfach abschalten und die Seele baumeln lassen. Entspannen Sie im Sohlestollen oder im Thalassobecken und fühlen Sie sich danach wie neugeboren. Bestellen Sie jetzt Ihr Probeabo für 2 Wochen kostenlos. Telefonisch unter 0831 206 106 oder online unter www.all-in.de. Die Meldungen des Tages. In den Allgäuer Alpen sind am Sonntag 2 Personen bei Bergunfällen tödlich verunglückt. Ein Mann hatte an einer Kletterpassage zwischen Gaisalphorn und Rubihorn das Gleichgewicht verloren und war trotz einer Sicherung mit Drahtseilen rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber geborgen werden, erlag dann aber im Krankenhaus seinen Verletzungen. Im Gunzesrieder Tal ist eine 30-jährige Teilnehmerin einer Canyoning-Gruppe ums Leben gekommen. Im Rahmen einer geführten Tour mussten die Teilnehmer von einem 12 Meter hohen Felsen abgeseilt werden. Auf Hälfte der Höhe war die 30-jährige dann abgestürzt. Ersten Ermittlungen zur Folge hatte ein Guide die Frau falsch gesichert. Gegen den 47-jährigen wird jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Lindau ist am Wochenende Gastgeber des 21. Bodenseetreffens des päpstlichen Ritterordens vom Heiligen Grab von Jerusalem gewesen. Nach der offiziellen Begrüßung durch Landrat Elmar Stegmann feierten die Ritter anschließend in Münster eine Messe. Ausrichter des Treffens war die Komturei St. Ulrich und Afra Augsburg. Der Ritterorden ist eigentlich hauptsächlich dafür da, dass wir uns für die Christen im Heiligen Land kümmern. Nicht nur für die Christen, sondern auch für alle anderen Konfessionen. Wir haben dort zum Beispiel Kindergärten, wir haben Waisenhäuser und wir haben Altenheime. Und das ist unsere ganz große Aufgabe, diesen Menschen dort zu helfen.
Ja, zum Beispiel ein Waisenhaus. Die Kinder werden dort aufgenommen und von Schwestern betreut. Und für die finanziellen Umstände kommen wir auf. Der Ritterorden hat seine Wurzeln im Mittelalter. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde er neu geordnet und zählt aktuell rund 28.000 Mitglieder weltweit. Der Umbau der Moosbacher Kreuzung zwischen Beningen und Ottobeuren erhält die höchstmögliche Förderung in Höhe von rund 260.000 Euro. An der Kreuzung haben sich in der Vergangenheit schwerste Unfälle ereignet. Aus diesem Grund sollte sie zuerst zu einem sogenannten Rechtsversatz umgebaut werden. Die dafür notwendigen Grundstücke konnten jedoch nicht erworben werden. Nun entsteht hier ein Kreisverkehr. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 350.000 Euro. Ja, das waren die Meldungen vom 17. September und jetzt gibt es hier die Wettervorhersage. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. Die dichten Wolken vom Abend lockern in der Nacht wieder auf. Es bleibt trocken. Der Dienstag beginnt freundlich. Die Sonne zeigt sich oft bei angenehmen Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad. Im Laufe des Nachmittags nehmen die Wolken immer mehr zu. Am Abend und in der Nacht kommt es dann zu Regenschauern und Gewittern. Am Mittwoch bringt eine Kaltfront viel Wolken und Regen. Die Temperaturen sinken deutlich auf 8 Grad. Am Donnerstag regnet es nicht mehr, es bleibt aber trotzdem kühl. Auch am Freitag bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad. Ja, eigentlich hätte der FC Memmingen allen Grund zum Feiern gehabt. Jannik Keller hat am Rande der Partie gegen die Kickers Würzburg nämlich die Trophäe für das Tor des Monats bekommen. Die gute Laune aber hat nicht lange gehalten. Grund waren die Gäste aus Franken. Die Einzelheiten zum Spiel hat mein Kollege Walter Nägele im FC Memmingen Sporttreff für Sie. Der FC Memmingen Sporttreff wird Ihnen präsentiert von Reisacher Heizungsbau in Aitrach. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum FC Memmingen Sporttreff. Ja, ein ganz wichtiges Spiel an diesem Wochenende für den FC Memmingen. Es geht gegen die Kickers aus Würzburg und einen ganz wichtigen Akteur der Mannschaft habe ich jetzt bei mir, Jannik Keller. Du bist ausgezeichnet worden mit dem Bayern-Treffer des Monats August. Das ist so etwas wie das Tor des Monats auf Amateurebene. Ist das deine erste Auszeichnung? Genau, das ist meine erste, für mich persönlich größte Auszeichnung. Super Sache, ich bin froh, dass ich das Ding jetzt gewonnen habe. Aber das Team steht weiterhin im Vordergrund, super für mich persönlich, aber wir wollen natürlich mit dem Team weiterkommen und natürlich heute gleich wieder einen Sieg holen. Es war das 2:2 gegen Frohnlach, das du geschossen hast, ein Tor aus fast 40 Metern, erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Wie war die Situation für dich? Genau, der Gegner hatte einen Wurf, dann wirft den Ball ein, Gegner kommt mit dem Kopf nicht hin, ich nehme mit der Brust an, lege ihn vor und nehme den Ball direkt und hau ihn einfach ins lange Eck rein. Habe mir einfach nichts dabei gedacht, habe einfach gedacht, drauf und das Ding war drin. Und natürlich überglücklich dann, dass es 2:2 noch gefallen ist gegen Frohnlach. Ihr habt momentan nicht so richtig den Knipser im Sturm. Kenny Decker ist ja noch verletzt. Das heißt, die Last des Toreschießens ist auf viele Schultern verteilt. Kommt ihr damit gut klar? Genau, Kenny Decker ist im Moment noch verletzt, aber dann müssen das halt andere übernehmen. Und so natürlich, jeder hat die Chance und jeder muss sie dann auch nutzen. Und so müssen dann unsere Tore jetzt schießen. Ausgangslage jetzt da, Memmingen 14 Punkte, Würzburg 14 Punkte, ein Spiel, das man jetzt wirklich mal gewinnen muss zu Hause. Was hat euch der Trainer für die Marschroute mitgegeben? Genau, ein Sieg wäre heute natürlich ganz wichtig. Wir wollen frei aufspielen, natürlich vorne drauf gehen, den Gegner gleich unter Druck setzen und dann natürlich auch die Tore erzielen, die Chancen ausnutzen und gucken, dass wir heute das Spiel einfach den Sieg einfahren. Jannik, machst du heute wieder so einen Treffer wie gegen Frohnlach? Schön wäre es, aber das Team steht im Vordergrund, egal wer die Tore schießt, wir wollen gewinnen und das ist das Einzige, was zählt. Jannik, dein Tipp, wie geht's aus heute? 2:0 für den FC Memmingen. Na, wollen wir mal sehen, ob Jannik recht hat. Wir geben ab ins Spiel. Memmingen in den dunklen Trikots begann mit Daniel Böck, der Nummer 2, als einzige echte Spitze. Die Gäste aus Würzburg haben die vergangenen 3 Spiele verloren und starteten abwartend in die Partie. Es dauerte fast eine Viertelstunde, bevor die 1.100 Zuschauer die erste Torschance zu sehen bekamen. Jannik Keller flankt aus aussichtsreicher Position vors Tor, aber Sebastian Bonfert springt vorbei. Der Ball wird zur sicheren Beute von Würzburgs Torhüter Zivlidis.
Mitte der ersten Halbzeit zeigten sich dann auch die Gäste zum ersten Mal gefährlich vor dem Memminger Tor. Aber mit einer tollen Fußabwehr bewahrt Tobias Kirchenmeier sein Team vor einem Rückstand. Ansonsten bot die erste Hälfte wenig Erwärmendes. Memmingen tauchte zwar häufiger vor dem Gästetor auf, gefährlich wurde es aber nur bei Standards, wie hier dem Schuss von Harald Holzapfel. Memmingen kam mit mehr Schwung aus der Pause und erhöhte nun den Druck. In der 53. Minute dann endlich der Lohn für die Mühen. Burak Tastan trifft den Ball zwar nicht richtig, behält aber die Nerven und netzt ein zum 1:0. Doch anstatt Ball und Gegner zu kontrollieren, wurden die Memminger Aktionen immer fahriger und nervöser. Keine 3 Minuten nach der Führung der Rückschlag. Den ersten Schuss kann Kirchenmeier noch abwehren, der Ball kommt dann zu Christopher Bieber und Würzburgs Torjäger vom Dienst sorgt für den Ausgleich. Trotz vieler Fehlpässe und Ungenauigkeiten im Spielaufbau ergaben sich immer wieder gute Chancen für den FCM. Wie Sebastian Bonfert in dieser Situation den Ball am leeren Tor vorbeischießen kann, wird wohl immer sein Geheimnis bleiben. Nach diesem Foul an Mensa zieht der Schiedsrichter die gelb-rote Karte gegen Alexander Hack. Er war 10 Minuten vorher schon verwarnt worden. Bevor Memmingen sich mit einem Mann weniger wieder richtig sortiert hat, klingelt es schon wieder im Kasten von Tobias Kirchenmeier. Manuel Dunke sagt Danke, 2:1 für Würzburg. Aber die Allgäuer stecken nicht auf. Wieder einmal taucht Sebastian Bonfert vor dem Würzburger Kasten auf, schießt aber aus 5 Metern nur Torhüter Zivlides an. Seine zweite 100%ige Chance in diesem Spiel. Wer solche Gelegenheiten auslässt, bekommt die Quittung prompt serviert. Würzburgs Konter in der 83. Minute schließt abermals Christopher Bieber mit seinem zweiten Tor ab. 3:1 der Endstand für die Gäste und große Enttäuschung bei den Hausherren. Es sind 3 Gegentore gewesen aus individuellen Fehlern von uns, wo wir eigentlich im Spielaufbau einen Fehler machen und die das eiskalt ausnutzen und eigentlich total unnötig gewesen ist. Weiß nicht, was zurzeit los ist. Im Training klappt es wunderbar. Es ist zurzeit ein bisschen der Wurm drin, aber wir arbeiten dran und es muss weitergehen. Memmingen hat gekämpft, aber viele gute Chancen liegen lassen. Würzburg nutzte individuelle Fehler eiskalt aus und nimmt verdient 3 Punkte mit nach Hause. Und nun darf ich im FC Memmingen Sporttreff die beiden Trainer mal begrüßen. Dieter Wösching, ein 1:0 umgebogen, 3 Punkte hier entführt. Sie müssten eigentlich zufrieden nach Hause fahren heute. Ja, das bin ich. Das bin ich vor allem auch durch die gute Leistung, die wir abgeliefert haben. Die Memminger haben uns versucht, die ersten 15, 20 Minuten sehr tief reinzupressen. Und meiner Mannschaft ist es gelungen, von Beginn an gut und ordentlich Fußball zu spielen, das Zentrum zu putzen und über die Außen zu kommen. Und so haben wir dann sukzessive uns befreit, sind gut ins Spiel gekommen und sind etwas unglücklich meines Erachtens dann auch in Rückstand geraten, hatten in der ersten Halbzeit so 2-3 so halbe Chancen. Einmal mit Alex Dahn eine tolle Kopfballsituation und eine gute Schusssituation. Dann gehen wir mit 0:0 verdient auch in die Halbzeit, geraten dann in Rückstand. Durch so einen halb abgewehrten Schuss, der dann den zweiten Stürmer vor die Füße fällt, ist drin, 0-1. Da habe ich mir schon wieder gedacht, das geht wieder los wie letzte Woche. Aber dass meine Mannschaft eine große Moral besitzt, das denke ich, hat sich auch mittlerweile in der Regionalliga rumgesprochen. Und wir haben dann zum Schluss hin dann wirklich auch schöne Konter ausgespielt und mit Christopher Bieber natürlich einen absoluten Knipser in unserem Team. Und wir hatten auch in der einen anderen Situation ein bisschen Glück, als Daniel Zivlides beim Stand von 1-1 den Ball fallen lässt. Kurz danach eine Rechtsflanke, als er dann überragend hält. Heute hat man eben auch ein bisschen Glück. Gegner hat am Dienstag Pokal gespielt, war dann ein bisschen Unterzahl. Und alles in allem war es aber von der Leistung her auch ein gerechter Auswärtssieg für uns. Isat Karic, Sie können nicht zufrieden sein. War denn aus Ihrer Sicht die gelb-rote Karte der Knackpunkt im Spiel? Ja, ich denke, das hat schon beigetragen, dass wir könnten nicht mehr, sage jetzt, Druck nach vorne auszuüben. Aber mir ist wirklich nicht jetzt Rätsel. Man hat schon gesehen, dass wir haben sehr einfache Tore bekommen, vor allem zu Hause nach der Führung 1:0. Wir kriegen die Kontrasituation, wo eigentlich durfte oder könnte nichts passieren. Wir waren nach hinten gut besetzt. Da waren wir komplette Abwehrlinie nach hinten mit dem Sechser nach vorne und wir lösen uns einfach aus dieser Viererkette, sage jetzt nicht gemeinsam und dann kommt die Flanke auf lange Pfosten, wo hat dann Kirchenmeier nochmal ganz gut reagiert, aber
Unterm Strich, wir haben unsere Chance gehabt nach vorne. Wir haben zweite Halbzeit aus meiner Sicht wesentlich bis zum Platzverweis besser gespielt als erste Halbzeit. Muss man fairerweise gratulieren. Die Gegner hat mit seiner Qualität, individuelle Qualität nach vorne gezeigt, 3 Tore gemacht und sie fahren nach Hause mit 3 Punkten und wir müssen nächste Woche wieder weiterarbeiten. Das Spiel Ihrer Mannschaft war aber auch geprägt von vielen Fehlpässen. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, wie habe ich gesagt, wir trainieren regelmäßig diese Passspiele oder ich denke, das macht jede Mannschaft. Das ist eine sehr junge Mannschaft, unerfahrene Mannschaft. Wir haben unterklassige Spieler geholt, da wiederhole ich noch einmal. Sie brauchen gewisse Zeit, aber ich habe gesagt, wir haben zweite Halbzeit wesentlich besser Ballbesitz gehabt oder wesentlich besser uns verbessert. Wir haben ganz ordentliche Spielzüge nach vorne gehabt und mein Gott, dass das 1-0 fällt mit glücklich, ich denke, kann man beschreiben, jedes Tor. Ja, es war in diesem Fall auch abgefälscht, aber super, sage ich jetzt, gespielt zum Mitte, zum Burak Tastan, wo macht 1-0. Aber so ist die Fußball. Wir waren heute nicht in Lage, sage ich jetzt, nach dem 0-1 stabil nach hinten zu stehen, vor allem im Mittelfeld, weil wir offen und haben dann Rechnung bekommen mit Konterspiel. Herr Wösching, vor dem Spieltag waren beide Mannschaften punktgleich. Jetzt haben Sie 17 Punkte, etwas die Nase vorn. Sind Sie im Soll aus Ihrer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt der Saison? Ich habe mich schon vor dem Spiel mit einem Kollegen unterhalten und wir waren auch vor dem Spiel im Soll. Das Ziel muss es sein, 1,25 Punkte pro Spiel oder im Schnitt zu holen. Heute hat man natürlich erstmal schon so ein bisschen Druck, um dann wirklich nicht ganz hinten reinzurutschen. Aber auch da muss ich meiner Mannschaft wirklich ein Kompliment machen. Das ist uns letztes Jahr in der Landesliga gelungen. Ist uns in diesem Jahr gegen FC Augsburg zu Hause gelungen. Wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, kann die Mannschaft eben auch ein hohes Leistungspotenzial abrufen. Es wird bis zum Schluss eng in dieser Liga. Jeder kann gegen jeden gewinnen. Und es ist auch eine Tendenz ganz klar, dass viele Auswärtssiege in dieser Liga gespielt und erspielt werden. Und die Auswärtsmannschaft tut sich scheinbar etwas leichter im fremden Stadion, ein bisschen mehr auf Konter zu spielen. Und doch, ich bin zufrieden mit dem Umfeld im Verein, bin zufrieden mit der Situation bei den Kickers und bin natürlich auch heute zufrieden mit der Leistung der Mannschaft und freue mich auf die weiteren Spiele. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. 3-1 haben die Kickers Würzburg in Memmingen gewonnen und damit gebe ich zurück ins Studio. Der FC Memmingen Sporttreff wird Ihnen präsentiert von Reisacher Heizungsbau in Aitrach. So, und wir machen jetzt kurz Werbung und danach gibt es noch mehr Sport. Kommt an Bord ins Nautila. Bunte Kinderspielwelt, ein vielseitiges Aqua-Fitness-Programm, wohltuender Saunagarten und natürlich familienfreundliche Preise. Freizeitbad Nautila, die Bade-, Sport- und Wohlfühlinsel in Illertissen. Erleben Sie Auswahl, Qualität und Service der Extraklasse. Unser fachkundiges Personal berät Sie gerne bei Ihrem Küchenkauf. Küchenmeier, mit Sicherheit die beste Wahl. Schluss mit dem Tarifdschungel. Klare Tarife und ein sicherer Wechsel mit Präg. Wir kümmern uns persönlich darum. Präg. Wir verstehen Energie. Das. Gesundheit in besten Händen bei Ihrer AOK Bayern. Wertvolle Informationen zu Ihrer Gesundheit. Vom Säugling bis zum Senior, von Schwangerschaft bis Pflege. Experten der AOK geben Ratschläge für die ganze Familie. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem regionalen TV-Programm. 15. September ist Tag des Handwerks. Alle Infos auf handwerk.de. Mein Pferd und ich, wir sind die besten Freunde. Für unser Reiterlebnis haben wir einen ganz besonderen Partner. Reitsport Peter Meyer in Buchloe. Wir verwirklichen Träume für Western-, Freizeit- und Turnierreiter. Null Bock auf. Überfüllte Hörsäle, nichts als Theorie und Blabla. Good old Germany. Lust auf echtes Wissen aus der Praxis? Du im Mittelpunkt. Studier mit über 20 Nationalitäten in Englisch. Die Zeit ist reif. Das European Business College München. Englischsprachig, praxisorientiert. Zum staatlich anerkannten Bachelor in Kooperation mit IBS Vilnius. Erobere die Welt. Das European Business College München.
Flexibel, global, anders. Der ESV Kaufbeuren steht zum ersten Mal seit langem wieder in der zweiten Runde des DEB-Pokals. Bei dem Spiel in Regensburg lagen die Gastgeber zunächst mit 3:0 vorn. In der 31. Minute schoss dann Luke Oakley das erste Tor für die Joker. Nach einem weiteren Treffer von Miloš Vafruša glich Oakley noch in der 59. Minute zum 3:3 aus. Im Penaltyschießen sorgte dann Markku Tätinen für das 3:4 für Kaufbeuren und somit für den Einzug in die nächste Pokalrunde. Ja, und wir bleiben im DEB-Pokal. Letztes Jahr noch konnte sich der Oberligist Füssen im Pokal gegen den Zweitligisten Schwenningen durchsetzen. Am Wochenende nun mussten die Leoparden zu Hause wieder gegen einen Zweitligisten ran, dieses Mal gegen Riesersee. Die Gäste waren also gewarnt. Ob es dem EV Füssen auch heuer wieder gelungen ist, gegen einen Zweitligisten in die nächste Runde einzuziehen, das verraten wir Ihnen jetzt. Um es vorwegzunehmen, es war ein munteres und vor allem bis zuletzt spannendes Pokalspiel, das sich EV Füssen in den hellen Trikots und die Gäste aus Riesersee geliefert haben. Mit dem besseren Start für die Gäste. Füssen konnte nach einer frühen Zeitstrafe gerade wieder auffüllen. Da schießt Florian Vollmer den Puck aus kurzer Distanz ins untere Eck von EV Goalie André Irgang. 1:0 nach knapp 3,5 Minuten. Riesersee war zwar technisch besser, doch die Leoparden mit mehr Kampfgeist und Einsatzwillen. Knapp 6 Minuten gespielt, da bringt Valentin Geschmeißner den Puck irgendwie über die Linie. 1:1 der Ausgleich. Und dieser Ausgleich war nicht unverdient. Beide Teams spielten mit offenem Visier. Daraus ergaben sich in der Folge zwar zahlreiche Chancen, aber kein Tor mehr in diesem Spielabschnitt. Das zweite Drittel. Die Gäste weiterhin technisch etwas besser, Füssen mit viel Biss in der Partie. Und dieser Biss sorgte für die Großchance der Leoparden in Unterzahl. Doch Riesersees Goalie Markus Keller reagierte hervorragend. So langsam wurde es ein richtiger Pokalfight. Mitte des zweiten Drittels eine strittige Szene. Die Frage, Tor oder kein Tor für Riesersee. Die Spieler jubelten schon mal, die Schiedsrichter sahen den Puck nicht über der Linie. Deutlicher dann die Szene 4 Minuten vor Ende des zweiten Drittels. Füssen überbrückt schnell die Mitte und Kapitän Eric Nadeau eiskalt zur 2:1 Führung. Deutete sich hier eine Pokalsensation an? Riesersee mit Respekt vor den schnellen Angriffen der Leoparden, aber auch mit dem besseren Beginn. Michael Rimbeck mit seinem Tor zum zwar etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Ausgleich 2:2. Und der Pokalfight ging weiter. Überzahl für die Gäste Mitte des Drittels. Powerplay von Riesersee und der Schlagschuss von Jared Ross landet im Füssener Tor 2:3. Dann noch eine strittige Szene, gut 3 Minuten vor dem Ende. Riesersees Appel nimmt den Puck mit der Hand mit, läuft durch die Leopardenabwehr und schießt ins obere Eck. Zuerst Freude bei Riesersee, Empörung bei Füssen und Diskussionsbedarf bei den Schiedsrichtern. Das Ergebnis, das Tor zählt nicht und 2 Minuten Strafe gegen David ab. Trotz Überzahl dann Penalty gegen Füssen. Tim Reagan nimmt Anlauf, doch Füssens Irrgang bekommt die Schoner schnell genug zusammen. Es steht weiter 2:3. Die Leoparden nahmen dann zwar noch den Torhüter vom Eis für einen zusätzlichen Spieler, konnten das Ergebnis aber nicht mehr umbiegen. Zweitligist Riesersee damit in der nächsten Runde, frei nach dem Motto, Hauptsache weiter. Ja, so würde ich es einfach sagen. Also im Pokal zählt nur weiterkommen oder nicht weiterkommen und wir sind weitergekommen und dafür brauchen wir uns jetzt nicht entschuldigen. Ja, ich habe es schon schwer erwartet, also so ist es nicht. Also ich habe ja letztes Jahr auch hier mit Schwenningen in Füssen schon verloren. Wir haben Füssen keineswegs unterschätzt. Das ist immer so im Pokal, du kommst irgendwo hin, jeder ist sehr freundlich, jeder macht sich kleiner als er ist. Und, aber auf das Spiel habe ich mich überhaupt nicht einlassen. Aber wir haben einfach heute nicht die gewohnte Leistung gebracht, das muss man auch sagen. Ich habe gewusst, dass die haben sehr, sehr talentierte Spieler dabei. Das hat jeder wahrscheinlich gedacht, dass wir kriegen, sag mal, Arsch voll, aber das haben wir nicht gekriegt. Die Jungs haben sehr gut gekämpft. Und, du musst spielen, egal gegen wem du spielst. Und die andere Mannschaft unterschätzt die Mannschaft, wahrscheinlich Oberliga. Aber das ist immer so, wenn du spielst gegen eine Unterklasse-Mannschaft, es ist nicht einfach zu spielen. Und wir haben ihr Leben schwer gemacht und das war gut für uns. Das ist leider belohnt mit keine Sieg. So, das ist schade für uns. Die gute Nachricht für Füssen lautet, dass sie sich nun voll und ganz auf die Liga konzentrieren können. Und mit solchen Auftritten wie am Sonntag braucht man sich da keine Sorgen um die Leoparden zu machen. Der Tauziehclub Allgäu Power aus Zell ist in die Bundesliga aufgestiegen. Gestern gewann das Team im Halbfinale gegen Simonswald mit 2:0 Zügen. Im Finale siegten dann erneut die Tauzieher aus Zell und holten sich so auch noch den Tagessieg.
Jan, das war TV Allgäu Nachrichten für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Passen Sie auf sich auf. Tschüss, für Gott und auf Wiedersehen.